Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Technik Together mit Biba Butzemann. Hallo. Und Bacon LP. Wir sind das letzte Mal bei Bienenzucht Extrem Teil 2 stehen geblieben. Wir haben euch ein bisschen gezeigt, was es alles gibt für Bienen, hauptsächlich aus Extra Bees, was man da alles rausbekommt aus den kleinen pelzigen Tierchen. Und natürlich muss das Zeug auch irgendwie weiterverarbeitet werden. Und das bringen wir euch heute noch mal ein bisschen näher. Ja. Dann müssen wir am besten gehen wir erstmal einen Stock höher. Da kommen nämlich die ganzen Combs an. Bin falsch gelaufen. Ich muss ja noch einmal drum rum. Ja, ich komme schon. So. Wie habe ich dich verloren? Ich stehe bei den Squeezern. Achso, ne, das noch ein falsche Stock Baustelle? Höher. Noch ein Stück Brücke. Ein Zwischenschritt ist da noch zwischen. Na gut, dann komme ich halt nochmal vor. Bin ja schon unterwegs. Ja. Ja, das ist eine schöne Farm, hätte ich gesagt. Farms werden hier in den. Und in dieses Relay hier vorne, im Red Power, automatisch die Sachen wieder aus. Wird hier hinten über diese Exporter von AE-Netzwerk, von unserem AE-Netzwerk, die ganzen Combs da reingespuckt. Sind zum Teil halt auch in diesen Steinen hier versteckt. Okay. Und dann werden die hier in diese Squeezer reingepackt. Der die dann auseinander nimmt. Okay. Er spuckt das dann alles oder der saugt das dann ins AI-Netzwerk. Im Endeffekt ist es ja egal, wie viele du hier aufbaust, die werden ja quasi, je nachdem wie viele halt reinkommen, brauchst du entsprechend viele Squeezer. Ja, und du siehst halt, die gehen auch manchmal nach unten und ist dann besetzt, dann gehen sie ins nächste. Okay. Und wenn alle besetzt sind, gehen sie halt wieder zurück in den das Relay hier. Warten darauf, dass eins von den Zentrifugen hier wieder leer frei ist. Ja. Und dann geht's weiter. Das kommt eher selten vor, wenn ich mal irgendwie viele wieder einpack von extern oder so. Aber ansonsten passiert das eigentlich nicht. Okay. Und ja, jetzt können wir eins wieder runtergehen. Da wo du eben warst. Gut. Ich habe vorgegriffen. Spoiler-Gefahr. So, das rechts gucken wir uns mal nicht an. Da gehen wir mit dem Rücken dran vorbei, weil das kommt gleich noch. Ja, hier wird dann, hier vorne überhaupt. Hier war mal irgendwas dran. Jetzt ist nicht mehr viel dran. Ich wollte gerade, was hier dran war. Ach, das waren die Zentrifugen, genau. Die waren zuerst hier. Aber das hat nicht gereicht. Deswegen musste ich oben. Ah, oben okay. Bauen. Okay. Hab's nicht abgerissen. Also, das war. Der erste Versuch. Der war dann zu klein und dann mussten wir umziehen nach oben. Okay. Aber hier scheint ja noch was zu laufen. Genau, hier wird. Erstmal. Also, hier kommen einfach die. Honeydrops. Honig brauche. Die Rezepte zum Beispiel, Carpenter zu bedienen. Ja, wird halt von links befüllt, rechts die Items rausgezogen und nach vorne kommt die Flüssigkeit raus. Okay, und die pumpst du dann nach oben. Genau, und oben drüber sind Ender-Tanks, dann kannst du das überall hinpacken, wo du es willst. Okay. Gleiche Prinzip halt hier für Biofuel. Die Petroleumpropolis, okay. Genau. Das ist ja das, was unten quasi aus der Zentrifuge rauskommt. Genau. Oben. Entschuldigung, natürlich oben. Ganz viel Öl. Öl, genau. Das wird dann direkt hier neben verarbeitet. Öl. Ja, du verwendest die Still dafür. Wir haben drüben ja den Refinery verwendet. Ich weiß jetzt, so einen großen Unterschied macht's nicht. Nee.
Doch, es die passt. Verbraucht ein bisschen weniger Strom. Es passt thematisch gut zusammen. Genau. Hier war mal Seed Oil drin. Mhm. Aber das haben wir ja jetzt in die... Das haben wir drüben reingepackt jetzt, genau. Das muss man auch dazu sagen. Dieses AI-Netzwerk hängt natürlich mit dem drüben zusammen. Ne? Das muss man schon dazu sagen. Ja. Also die über Backbone kann man gleich hingehen. Genau. Ja. Und ja, verbrauchen tue ich im Moment sehr viel dieses Fuel. Mhm. Seht ihr, hinten sind nochmal diese Tanks. Sind die allerletzten, wenn Reserven, wenn die leer sind. Dann ist aus. Genau. Indikator. Wenn ich nicht mal nach unten muss. Damit werden die, man kann hier mal über die Brüstung springen. Okay. Werden hier diese Steamboiler angetrieben. Kennt ihr ja von drüben. Sind aber die Hochdruck. Genau, sieht man auch schon eine Temperatur. 1000 Grad Celsius. Da ist. 1000 produzieren doppelt so viel Dampf. Ja, hier ist Wasser. Biofuel versorgt über die Endertank. Und was ist das da oben? Das ist der Endertank, ne? Da oben. Genau. Das da, okay. Also da, wo ich hier drauf stehe, das ist der Endertank. Kannst ja auch mal oben drauf, da siehst du diese Farbkombination. Ja, ich sehe es. Da wird die halt verlinkt drüber. Mhm. Hier vorne gibt es noch dieses Trettchen. Okay. Kannst du so dran drehen. Mhm. Wenn dieser rote oben ist, dann steht die auf Output. Blau. Der Input, dann wird die nichts mehr aus. Ah, okay. Aber soll halt weiter beliefern unsere Boiler. Mhm. Und deswegen steht das halt da oben. Okay. Ja, das Gegenstück dazu steht hinter diesem Tank hier. Der Seite. Kann man jetzt nicht hingehen, ist nicht so richtig interessant. Nö. Nee. Das steht dann halt mit der blauen Seite oben. Okay. Hier sind halt diese, ja, wie drüben bei dir, die Energy Bridge. Mhm. Aus Power Converters. Genau. Und du produzierst hier im Endeffekt auch Buildcraft Energie auf der Seite und auf der anderen Seite Industrial Craft Energie. Genau. Was gerade gebraucht wird, kann rausgezogen werden. Genau. Ja, wir brauchen halt hier ein bisschen viele von diesen Steam-Dingern. Mhm. Waren alle nötig. Ja, ja, du hättest oben noch einen draufsetzen können. Vielleicht. Ja, aber ja, so hat es gereicht. Ja, klar. Waren ja dann genug Anschlüsse. Ja, und diese Energie wird ein halbes Stockwerk höher. Hier sind halt Speicher. Und ein Enderman. Ich hab ihn doch schon vorhin. Best. Weg ist er. Weg ist er. Naja. Wird schon wieder auftauchen. Genau. Schreit auf jeden Fall rum. Ja. Hast du ihn gehauen oder nicht? Ich wollte ihn hauen, aber er war vorher weg. Ist jetzt gut. Ist er weg. Ja, und hier siehst du diese Leitungen. Gehen. Ach komm, hier lang. Noch eins höher. Hier kommen wir an unser Backbone-Netz dran. Genau. Und wenn man jetzt hier... Wo es nach drüben geht. Entlang Ding. Geht. Halt. Hier haben wir jetzt eine Treppe. Hoch. Haben wir hier. Wunderbar. Oh, was schreit denn der so rum? Es gibt gar keinen Grund. Hier. Nee. Wir tun ihm doch gar nichts. Okay, ich wollte ihn schlagen, aber... Ja, aber ist ja voll abgehauen. Zärtlichen Klaps auf dem Hintern. Ja. Mit dem scharfen Schwert. Hier ist auch wieder eine Tür, können wir rausgehen. So. Da unten haben wir jetzt, glaube ich, alles. Ach, hier ist er doch. Da. Ja, und eine Enderperle. Ja. Da haben wir... Unten haben wir alles gezeigt, jetzt sind wir hier. Hätte ich hier noch auch eher nicht in Benutzung. Mit ein paar Rezepten, die wir drüben auch noch reinpacken hätten können, so ungefähr. Genau.
Aber wir wussten ja nicht, wie viel dabei rauskommt. Der Symmetrie halber habe ich die da links und rechts gebaut. Okay. Ja. Bisschen übertrieben. Ja, kleines bisschen. Ein paar Assembly Tables. Okay. Ja, die produziert halt alles, was man damit produzieren kann. Kann man mal was anfordern. Ich setze mal die Sonnenbrille auf. Weil das ist ein bisschen heftig, hätte ich gesagt. Ja. Also, Leute, Sonnenbrille aufsetzen. Bah, es ist hell. Und wenn man hier halt mal guckt, das sind ein bisschen wenig. Oh, das ist hier aufgeteilt auf zwei. Ja, mit um die 250 Megajoules, die da aus unserem Netzwerk. Irgendwo muss die Energie ja gehen. Genau. Wir haben ja nicht genug davon. Nein, andersrum, wir haben eigentlich genug davon. Also das ist schon ein faszinierendes Schauspiel, diese Laser. Muss ich schon sagen. Gefällt mir gut. Bisschen übertrieben, aber was soll's. Es geht schneller. Materialien sind ja da. Eben. Irgendwohin muss die Energie, wie du so schön sagst. Daneben haben wir halt den ersten Versuch mit dem Multitank. Genau. Hier in diesem Fabricator, wie du siehst, war das Rezept Fabricator für die Coolen Cell. Mhm. Coolen Cells. Für die Ab. Wie heißen sie? Oberklocker, so heißen die Dinger. Mhm. Okay. Die ganzen Maschinen. Mhm. Aber das habe ich rausgenommen, das ist jetzt auch drüben drin. Jo. Ja, und sonst haben wir. Hier hinten war auch mal die erste Version von. Erste Testversion. Vom Recycler. Genau. Die haben wir aber ein bisschen umgebaut. Verbessert. Mhm. Ja, und hier sind halt noch ein paar Maschinen. Liquid Transposer war auch hier erstmal Testversion. Ja, man kann ja nicht alles immer gleich live zeigen, ne? Es ist ja tatsächlich so viel, muss man es mal ausprobieren. Hier in dem Fabricator siehst du noch. Propolis? Ja. Zu Pulsating Mesh, genau. Genau, dieses Pulsating Propolis kommt halt aus der Enderby raus oder aus der Comp davon, der Wabe. Und den, damit macht man halt dieses Mesh. Mhm. Und aus damit? Dem Mesh kann man Enderpulse machen Carpenter im Carpenter. Daneben Enderpulse draus machen, genau. Mhm. Ich habe es gerade im Rezeptmodus mir angeguckt. Achso, ja, jetzt noch zwei Maschinen hier angucken können. Genau. Und da kommt Enderpulse raus. Muss man nicht mehr farben gehen. Hat auch seine Vorteile. Ich weiß gar nicht, wie viel wir haben. Läuft jetzt schon ein paar Tage. Ich trau mich gar nicht. Ach, sind nur 560. Das geht, das geht. Wir haben ja fast nichts da. Die werden halt drüben in der für die Tesseracts gebraucht. Genau. Ja, was wir vor 3, 4, 5 Folgen hatten. Ja, doch, so ungefähr. Können noch ein paar mehr gewesen sein. Genau. Ja. Automatisch. Jetzt ist ganz fertig geworden, die Basis hier. Ein paar Plätze frei. Ja. Da ist noch Ausbaufähigkeiten und das ist ja auch ein Riesenvorteil, dass man hier noch ausbauen kann, denn mit dem großen Ende der Session 1, die wir jetzt momentan planen, werden wir die Welt dann auch zum Download anbieten. Dann könnt ihr mit unserem Modpack in unserer Welt ein bisschen rumfuhrwerken. Da wünschen wir euch jetzt schon mal viel Vergnügen. Und in diesem Sinne würde ich sagen, hat euch die Folge gefallen, Daumen nach oben. Hat euch die Folge nicht gefallen, Daumen nach unten. Anregungen, Kommentare und sonstiges, ab in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.